Welcome to Vodka Party. Welcome to Vodka Party. Follow the damn train! So, moin! Robert Harris, schön, dass wir uns mal begegnen dürfen. Ich bin zufrieden damit. Ja. Ach ja, ich müsste mal mit dem Thermometer rumlaufen. Hier hat mich letztens so eine Fotze getötet, Robert, weißt du, die hieß Sandra. Kennst du die? Sandra. Die Sandra. Sandra. Dieses Oh. Alter. Oh, Junge, Alter. Robert. Das ist der Beat von Robert. Ja. Hier, Robert, dein Klo oder was? Sie sehen also scheiße aus wie du. Hier, gönnt ihr mal. Alter, dieser Sound, vor allem der letzte mit diesen 1000 Windows-Errern, ist der, wenn ich bei meinen USB irgendwas abtrenne, Alter. Wie kommt der immer? Irgendjemand ist aus Discord abgehauen. Ja, ich hab's auch mitbekommen. Die wollen den Beat nicht mehr feeding. Nee. Nee, der Beat, ach, hier, guck mal, der Beat mit Mob hier. Der Beat ist so wild. So mobbig. Hier ist die Kitchen. Ey, der sieht aus wie der Ofen bei meinem Papa, Alter. Der sieht aus wie Meister Papa. Robert Harris, hast du etwa bei meinem Papa in Hellersdorf in dem Plattenbauviertel und hast echt den Ofen geklaut? Geklaut. Mein Deutsch ist auch wieder on point. Robert, ich werde dich finden und dich umbringen. Was? Hast du gerade ins Mikrofon genuschelt oder was? Nein, ich habe gerade nebenbei lecker trinken getrunken. Alter Waller, mach doch mal Licht an hier. So voll duster hier. Nochmal die Schränke auf, guck mal, nicht mal Geschirr, weißt du? Richtig arm. Nicht mal der Kühlschrank, Alter. Tot, lebt, was? Robert, ist das deine Familie? Und wenn ja, da sind ja Gesichtshaufen ein bisschen umfallen. Das war ich. Hab die Tür mit meinem Arsch zugemacht. Mach nochmal Licht aus. Okay, ja, ich dachte, das Bild verändert sich. Boah, das wär's ja noch, Alter. So dein Gesicht ist dann da drauf, weißt du? Ja. Oh, lecker. So, Robert Harris, ne? Was denn los mit dir? Robert Harris. Ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, wenn man auf Deutsch gestellt hat. Das weiß ich halt auch nicht. Ja. Und wenn er kommt, dann sage ich einfach nur... Verpiss dich, du Hansohn! Genau. Hol ich erstmal den Monte raus. Warum ist in jedem Raum gefühlt so ein Kalkmob hier? Guck dir mal das Wasser an, Alter. Hat man da reingeschissen oder was hat man damit gemacht? Robert, Alter, Junge, was hast du denn da gemacht, Alter? Das ist aber kein U-Boot mehr, ne? Das ist ja schon ein Ozean da dran. Das ist ein richtiger Ozean. Pazifik, Alter, aber Hardcore-Shit. Ja, da passt die ganze Bismarck rein, Junge. Da passt die Titanic rein, zweimal.
Nein, ist hier ist kein Wischbuch. Kennst du das? Bleib mal hier. Ja. Kennst du das, wenn der Nachbar... Hörst du mich noch? Ja, ja. Kennst du, wenn der Nachbar gegenüber einfach den hier macht? Warte mal, ich mach mal noch Tür zu. Nochmal Tür zu machen, warte. Vielleicht hört man das. Dann. Hörst du mich noch? Ja, natürlich. Okay, ja, okay. Ich mach mal nochmal Nachbarschaftstress hier. Ja. Ich höre nicht. Ich habe halt gerade nicht gehört, ne? Nee, nö. Ich habe nicht gehört. Müssen mal einen anderen Ort finden, glaube ich, wo es ein bisschen schöner ist. Mann, du scheiß Geistes, beweg mal deinen dicken Arsch hier, ich will dich mal sehen. Guck mal, ein frisch gemachtes Bett. Ja. Das sieht halt echt frisch aus. Robert? Halt, stopp! Ich glaube, es ist Roberts Bett. Was? Roberts Bett? Hä? Hast du es noch gehört? Ja, das war ich. Ich glaube, das ist Roberts... Ja. Einfach... Wir sind in seinem Zimmer. Wir sind in seinem Zimmer. Geil. Was? Gut. So, Robert, wir machen mal... In der Tat? Ich wollte das Licht anmachen. Geht nicht. Sicherung wahrscheinlich wieder geflogen. Robert, du kannst doch nicht einfach mit den Sicherungen spielen. Mann, das ist schlecht für die Elektrizität. Robert! Oh, hier ein Aktenkoffer, Alter. Da ist bestimmt Geld drin eigentlich. 2 Euro. 12 Euro. Ach, hier geht das Licht, okay. Oh, ist doch schön. Oh, so Kinder, heute machen wir Unterricht, jo. So. Heute lernen wir, wie wir Robert ärgern. Der scheiß Schulkind kannst du nochmal eine Tonne schmieren. Guck mal den Sonderschüler da. Ne? Der Robert, der ist ein richtig ekliger. Der müsste einfach mal innen links rechts innen geben, die Fotze. Ja. Gut. So, guck mal, ich bin jetzt. Ich kann mich auch im Stuhl setzen. Das sieht einfach. Eben warst du halt gerade wirklich komplett weg. Warte mal, bleib mal so. Ja, so. Ungefähr, warte mal, ich will einen Screenshot machen. Guck. Alter. Du stinkst. Alter. Mann, wo bleibt denn Robert? Robert, du geile Stinkst. Also, warum sind die Betten alle so gleich aus hier? Einheitlich Recht und Ordnung. Alter, okay. Ich glaube, Robert stinkt halt nach Magie. Oh. Lass mal aufteilen, wie so ein Horrorfilm. Komm mal. Dann am besten noch mit den Taschenlampen den hier machen. Was damit machen? Man ja nicht weiß, wo man ist. Ach, meinst du jetzt ausmachen oder was? So? Oder was? Ja, so halt. Du weißt schon den hier. So. Mach mal. Morsecode. Da hatten wir schon vorhin das Licht dann gemacht. Ach man, Robert, ne, du alter Fixschwanzlutscher Sau. Jetzt beweg doch mal deinen fetten Arsch. Ich glaube, der ist bestimmt unten. Der ist unten bei den Kanalrappen. Bestimmt. Der wird wahrscheinlich so ein bisschen. Richtig. Warte mal. Ich bin mal kurz hier auf Klo. Moment. Ja, ich mache kurz das Licht dann hier. Also. Ich krieg die Kacktür nicht zu. Ah, nimm mal. Scheiße. So, lässt mich kurz scheißen. Klar doch, ich bin einfach nur da. Bisschen stinken. Machen wir. Well done, Mr. Freeman. Ich geh mal kurz noch mal rein, ich muss noch mal kurz Probe machen. Oh.
Haube kacken? Nee, ich muss noch riechen, warte mal. Diese Geräuschkulisse vor allem hier drin. Oh, ich glaube. Oh, das riecht gut. Oh, wie auf Drogen. Gut, danke. Im siebten Stinkehimmel, Alter. So. Hinten ist Licht an. Ja, das ist von uns noch. Das ist noch von uns. Mann, wo ist denn das Uja-Brett? Das würde ich gerne. Licht an. Wo? Treppen hoch. Na da. Hatten wir das auch das angemacht? Da kommen wir aber nicht. Nein. Doch, das ist die Küche. Mit einem Kranken. Ja, wir mussten ja hier den Bereich ablaufen, um zu gucken. Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Der erste sinnvolle Satz, den wir je gesagt haben. Hört echt so. Denkst du, deine Mutter eine Prostituierte? Was? Was? Du so ausräumen kann. Krieg ich deine Nummer? Was? Oh, ja. Jetzt. Vor allem, man ist so behäbig, in diesem Spiel zu rennen. Ich will gerne rennen, aber irgendwie kann der Typ nicht rennen. Wahrscheinlich, weil er zu fett ist oder irgendwas in der irgendwie, keine Ahnung, Scheiße im Arsch hat oder so, genau. Ich glaube, hier in der Nähe ist die Treppe, dann können wir mal runterlaufen. No? Oh, was haben wir denn hier? Ah, oh, hier ist die Holzwerkstatt. Hier ist dein Hammer, hör mal, wer da hämmert. Oder wer da nagelt. Aha. Achtung, jetzt wird's wild. Guck mal, hier ist dein Bett. Richtig, das ist mein Bett. 1:1 nach Köln, voll nach Köln meditiert. Na, erstmal was in den Akten vermerken. Oh, Licht aber. Ah, Licht kaputt. Stromrechner nicht bezahlt, wa? Ja. Das ist typisch. Brrr. Wann kommt denn mal der Geist? Ich will mal ein bisschen spielen. Erstmal kurz was trinken. Geist, der auf der Toilette sitzt. Muss mal gurgeln. Gurgel mal. Warte mal, ich gurgel mal. Erst noch Star Wars gucken. Ich glaube, wenn der Geist Star Wars Fan ist, dann ist er auf jeden Fall glücklich. Digga, kommen erstmal die ganzen Sternzerstörer hier angeflogen. Kommt gleich so ein AT-AT einfach. Kommt so ein AT-AT einfach gleich hier reingelaufen. Kommt gleich so Yoda, irgendwie Yoda ist der Geist, Alter, die macht es mit mir. Yoda, oh, hier kann man sich was trinken. Mit Telefon. Und guck mal, willst du eine Schwepsi? Schwepsi. Oder. Hier, das trinke ich sogar gerade hier. Schisse. Nur halt in Lightform. Also du weißt ja wahrscheinlich, was Schisse darstellen soll. Richtig, genau das. Das haben wir. Oh, ein Fernseher, cool. Erstmal anmachen. Haben wir den anderen? Oh. Gibt es eine Fernbedienung? Eine Tür zu machen und Lichter machen, wenn geht. Geht wieder nicht. Oh, sogar eine Heizung hat das hier, aber kein Regler für die Heizung. Was ist das für eine Heizung? Billig. Hier, Robert, hier ist dein Zuhause, der Mülleimer. Erstmal reinfurzen. Oh. Upsala, sollte ein Lied werden. Richtig. Ah, jetzt sind wir wieder beim Iveco. Aber was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir runter, ne? Ah, hier ist auch noch mit. Oh. Warum ist die so. Alter, die ist aber ganz schön schnell aufgegangen. Geht drauf. Aber hier ist nicht drin. Hier ist aber nicht drin. Nicht drin. Hier ist ein. Alter, modernes Telefonverleih, als zu allen anderen, die es hier mal so gibt. Ja. Du hast die Tür zugemacht? Ich habe keine Tür zugemacht. Was tut ich das? Ich hab die nicht angemacht. Ist die Tür zugemacht? Nein. Und es kann sein, wenn du sehr weit weg von der Tür bist, kannst du die trotzdem aufmachen. Guck, weil ich jetzt zum Beispiel hier bin. Und wenn ich jetzt hier hinstelle, kann ich sie trotzdem zumachen. Wow. Vielleicht war es halt deswegen.
Weil ich weiß ja, wie es aussieht, wenn ein Geist eine Tür benutzt. Ne? Und das macht er mal. Wo gehst denn du jetzt hin? Komm, hier kannst du die ganzen Hallways anmachen. Weil es nicht funktioniert. Naja, weil jetzt wahrscheinlich gerade in die Sicherung geflogen ist. Ach nö, ach, alle gehen nicht an, stimmt. Dabei, aber. Wir gehen mal hier lang. Dann gehen wir mal Richtung Keller. Und mach mal Party im Keller, ne? Runter in den Bunker. Runter in den Bunker mit Mundschutz und Gasmaske. Der Geist ist viel zu faul, Alter. Richtig ehrenlos. Robert Harris, mach mal was. Wir wollen Spaß mit dir. Pass auf, gleich spreizt er die Arschbacken und kackt dir so richtig hart ins Gesicht. Keine Uhr. Was hörst du? Bestimmt eine Zeitbombe. Bom. Uhr. Stimmt, die höre ich auch. Gib uns ein Zeichen. Danke, jetzt halt. Bist du hier? Ja, die Uhr war doch kurz eben aus, Alter, oder? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Hey, du fucking Outsider. Robert Harris. Warte. Gib uns ein Zeichen. Weil ich... Brennt da hinten? Nee, das ist kein Licht. Oh, Alter, auch doch, hier... Hier ist auf jeden Fall... Störsalon hier, oder was? Hier ist auf jeden Fall... Ja, anscheinend. Hier ist auf jeden Fall so eine Uhr. Dass sie noch funktionieren. Erstaunlich. Ja. Der Geist hat geheim. Oh, jetzt geht's los. Robert Harris. Mau, du Scheißfotze! Ist das Eva Braun, Alter? Und das ist also Fiddler. Mona Lisa. Mona Lisa auf Wisch bestellt. Bitte also, grüß meine Moschee. Richtig. Aber hier, das ganze Licht ist aus. Also nirgendwo geht mehr das Licht, Alter. Ich glaube, das hat er wirklich ausgemacht jetzt. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Entschuldigung. Ist das so sinnvoll, hier im Lager Fisten rumzulaufen? Ja. Ah, die Chefetage. Ja, die Chefetage im Keller, man kennt sie, ne? Robert Harris möchte sich bitte beim Schuldirektor melden. Guck mal, ein Ventilator oder so. Gehen die nicht sogar eigentlich an? Geht aber gar nichts mehr. Nee. China-Schrott. Ich bin dein größter Fan, was? Möchtest du Donuts? Ja. Ja. Warum fliegen die eigentlich? Das ist Magic. Robert ist bestimmt hier und hat Hunger. Hä? Gar nicht verbannt. Mama. Die fliegenden Donuts, Alter, man kennt sie. Sehr schön. Gönn dir. Hunger. Gut. Ja. Robert. Was wollen wir denn noch mit dir machen? Passiert ja nichts. So dunkel wie im Rattenarsch hier. Ich sehe auch nichts. Was haben wir hier drin? Mach die Kacke. Ne,
Hier waren wir schon alles, hier sind wir hergekommen. Beste. Ach, Robert. Du ausgelutschter Kaugummi. Lass mal hier so, lass mal richtig scheißen. Ach, hier die Umkleiden. Ja. Klo? Einfach hier hin scheißen. Bestimmt dasselbe nochmal, der Raum ist gespiegelt. Ja. Einmal für Mädels, einmal für Jungs. Oh! Oh oh! Ich bin mal hier drin. Ich hier. Werte Zuschauer, ne? jetzt hat es der Robert anders drauf. Ne? Verpiss dich, du Hansohn! Und das hat aufgehört. Wie geil. Also ich habe Steps unten gehört, also hier, von hier so, wir gehen mal in die Richtung, wo ich es gehört habe. Also es kann sein, dass er halt unten auf jeden Fall ist. Also ich sag mal so, schaffen tun wir es jetzt so oder so nicht mehr, aber ein bisschen Spaß mit ihm können wir noch machen. Robert Harris. So, ich würde sagen, wir machen uns schon mal bereit, irgendwo uns zu verstecken. Ich würde sagen, hier. Wir richten uns schon mal. Wir richten uns schon mal ein bisschen ein. Mit Licht, was nicht geht. Robert Harris. Ich trinke jetzt was. Greif mal bitte jetzt nicht an, ne? Erstmal wieder triggern. Hm. Dann gönn dir. Mach mal, du hast ja das Soundboard. Okay, was machst du da? Oh. Oh, oh, oh. So, jetzt ein bisschen hören. Ich mach mal. Robert? Der Geist ist gerade hingefallen. Robert! Ist jetzt. Er ist die Treppen runtergefallen. Ist es vorbei eigentlich mittlerweile? Ja. Weil die Treppen runtergefallen ist, ist es vorbei. Frage, ist es jetzt oben oder unten? Ich würde sagen, wir gehen dann mal nach oben und hören dann da nochmal hin. Und wenn er dann da lauter ist, dann ist er auch hochgefallen. Heute wieder Treppen hochfallen, gar kein Bock. Und gehen nochmal hier in den Waschraum rein. When? Mach mal. Oh, 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 oh mein Gott! So, jetzt, warte mal. Komm zu dich. Ich weiß nicht, ist das lauter oder leiser? Ich glaube leiser. Also war ja unten doch errichtet. I'll be back. Wie das einfach überpassen kommt. Das Ding ist, ich glaube, der ist dann wirklich unten. Dann lass mal wieder nochmal nach unten gehen. Ich auch nicht, weil beides war gleich laut. Wir gehen einfach. Lass doch mal hier hören. Na, wir gehen hier die Gänge einfach runter. Aber es kommen keine Türen, Alter. Das ist jetzt so. Doch, da ist eine Tür. Kickdown, bitte. Ich. Oh, oh. Kickdown, Kickdown, Kickdown. So, zu die Scheiße, jo. Kann er die Türen eigentlich aufmachen? Ja. Bin dicht hinter dir. Ja. Aufgehört. Nee. Ja, er hat aufgehört. Er hat aufgehört zu laufen. Aber er sucht trotzdem noch.
Das Ding ist, er ist halt, man hört halt einfach nichts so wirklich. Also ich höre ihn so ganz leise nur rumtrampeln. Wir laufen mal noch ein Stück in die Richtung und wenn nicht, dann gehen wir halt hoch. Robert, oh. Die Tür ist nur auf Hälfte. Oh, oh, er ist hier drin. Er ist in dieser Tür. Der ist hier. Ich will da jetzt eigentlich nicht rein, weil wenn jetzt 10 Aktivitäten kommen, sind wir tot. Verstecken wir uns mal nochmal vorher. Der ist hier. Der ist genau hier, wo wir hier sind. Die erste Tür. Und die würde ich auch bevorzugen als die andere Scheiße. Weil der ist in dieser Cafeteria da drüben. Oh. Jetzt, Alter. Ich bin hier drin. Ja. Robert! So geistig behindert der Hurensohn. Er ist hingefallen. So, Mutprobe. Wir gehen jetzt. Er ist jetzt hier drin, glaube ich, oder? Weil hier waren gerade 9 Grad, ne? Das ist echt eklig. So, Mutprobe ist jetzt, wir gehen hier rüber in den Raum, wo er drin ist und bleiben da mal die 10 Aktivität lang. Gucken, was dann passiert. Oh! 5? Voll! Schnell, hier hinten rein, hier hinten rein, hier hinten rein, hier hinten rein. Hier sollte vielleicht sogar safe sein. Oder auch nicht, weil hier sind 3 Grad. Jetzt wird's lustig. So, ich hoffe nicht, dass ich sterbe. Dass du stirbst, weil dann bin ich alleine. Dann heißt es. Richtig. Obwohl der Patrick nur zuguckt, Alter. Robert, wir feiern hier eine Party. Robert! Oh. Oh, oh mein Gott. Also er steppt ja eindeutig hier rum in der Cafeteria, ne? Ja, er ist halt in der Cafeteria jetzt hier komplett. Ja, ich glaube, der geht auch hier hinten immer rum. Ja, aber das Ding ist, geht der auch wirklich rum? Also der macht ja die Tür nicht auf. Ich weiß ja nicht, wie seine Route ist. Oh, der hat ja gerade gesteppt. Der ist hier. Ich setze mal trotzdem die Kamera auf, falls wir dann wegen Orbs und so, wenn wir doch mal in den LKW kommen. Ich habe auch noch. Das Buch, leg das mal so, das Buch irgendwie so hin, dass es auf der Kamera, weil mal was auf der Kamera sichtbar ist. Mehr oder weniger. Guck mal. Schreib in das Buch, bitte. Bitte schreib in das Buch. Ich furz dir ins Gesicht. Robert Harris. Muss man immer die ganzen Namen sagen? Meistens ja. Robert Harris. Robert Harris. Sind Sie hier? Er hat jetzt keinen Bock mehr oder so, Alter.
Trigger. Ich glaube, ihn triggert das, wenn man zu oft was sagt, also wenn ich die Musik oder so anmache. Der Step war laut, der war direkt neben mir. Ah! Warte, EMF5 hattest du ja gesagt? Haben wir, ne? Das war ja 5 kompletter Ausschlag. Das war ein kompletter Ausschlag. Warte mal, wir gehen mal kurz in die gute Stube rein. So. Wir hatten 5. Gefriertemperaturen würde ich halt. Ich hab mein Dings weggeschmissen. Der liegt jetzt bestimmt irgendwo schon wieder rum. Egal. EMF hat mir E5. Das heißt, Gefriertemperaturen wären gewesen, wenn. Wären schon gewesen, das hätte man mitbekommen. Das heißt, ich würde ausschließen. Ist trotzdem noch so viel, was man machen könnte. Also Gefriertemperaturen und. Nee. EMF. Nur EMF5. Robert Harris. Soll ich mal über. Durch ich hab's doch noch. Soll ich mal bei einer Zähneaktivität die Tür so leicht auflassen? Also so hier? Und gucken, ob er reinkommt? Glaube ich nicht. Weil wenn, dann wird er, glaube ich, auch die Türen aufmachen. Ich werde es jetzt mal probieren. Ich mache die mal so ein bisschen auf und dann warten wir mal. Harris, Robert Harris. Hier, ich habe sogar Dosen für dich hier. Ich schmeiß die mal wieder auf. Warte mal. Du musst ganz leise sein. Na gut, derzeit hier jetzt wegen laut machen kann ich gar nicht, wann ist er pennt, das ist ja so ein Ding. Hast du den? War laut. Ist der hier drin jetzt? Ich weiß es nicht. Oh. Bist du das gewesen? Ja, ich mach grad was mit der Taschenlampe. Ist der jetzt hier in den Raum drin, Alter? Weil hier sind halt auch 5 Grad, 3 Grad. Das ist eiskalt hier drin. Also, halt kalt. Weil es ist noch nicht so kalt, dass man seinen Atem sieht. Also. Nein, das ist ja nur so ein Spezialfeature von irgendeinem Geist. Aber unter 10 Grad heißt immer Geisterpräsenz. Jetzt war der Step woanders. Er läuft in seinem Bereich. Meine Muschi. Der läuft in seinem Bereich halt immer rum. Er hat bestimmt so eine Route. Hm. Der sucht bestimmt einen Arzt, weil er. Sackratten! Hat. Richtig. Oder doch eher. Scheidenpilz. Hey Robert, hast du Scheidenpilz? Komm, ich setz mich hier mal an den Frühstückstisch, ne? Hier, guck mal. Teller. Kannst den Teller nicht droppen lassen, dass er kaputt. Oh. Ich hab den Becher aufgenommen. Wo ist der Becher? Den hast du im Inventar, wenn du durchscrollst. Achso. Warte, ich habe hier sogar noch einen viereckigen. Ich will jetzt hinten an der Tür bleiben. Falls er halt kommt. Hey Robert, schreib mal ins Buch. Ich mach mal uns ein paar Teller rein für den entspannten Abend. Ne? Den Techno-Abend. Richtig. Junge, übertreibt man nicht. Jetzt kommt die ganze halbe Cafeteria hier rein. Ne, weiter traue ich mich nicht zu gehen. Ja, wahrscheinlich kommt er dann auf. Ja, aber noch so eine Kaffeetasse. Das Buch schreibt er nicht. Ich denke mal, das würde ich auch ausschließen. Also ganz ehrlich. Ja. Hä, was denn? Hörst du nichts? Ich höre gerade, also wo du geredet hast, habe ich leicht was gehört. Temperatur gleichbleibend, also kühl. Hast du irgendwas gehört an Musik? Nö. Komm, ich trau mich. Ich hol noch mal ein paar Teller. Robert. I'm coming for you. Hey, ist der vielleicht woanders jetzt? Also ich weiß ja nicht. Nee, eigentlich. Ich höre. Nee, der ist ja hier noch, man hört ihn ja noch ab und zu.
Hier, ich bringe so uns sogar ein Schneidbrett mit. Hier, ein Schneidbrett bringe ich euch an. Hier, ein Schneidbrett. Bring ich uns auch mit. Alter Junge, ist das dein Ernst? Können wir die Stühle auch mitnehmen? Leider nicht. So ganz. Notizblock? Ja, ne? Okay. So, ich hol mal mein Thermometer, wie das habe ich liegen lassen. Pass auf, vielleicht kommt er wieder. Robert Harris. Moin. So. Guck mal, was wir jetzt hier alles haben. Ein paar Teller. Damit können wir die abwerfen. Ja. Ist ja auch gemütlich auch hier. Ich höre andauernd eine Uhr, aber wo ist die Uhr? Weiß ich nicht. Alter, der kommt halt auch gerade überhaupt nicht, der Wichser. Was ist denn mit denen? Diese Farbe lässt mich wirklich schwul aussehen. Ach komm, Robert, Alter, jetzt reicht's mir. Komm jetzt ran auf den Meter. Robert, du elender kleiner Hurensohn. Robert Harris. Ich werd sauer. Dreckige kleine Schlampe, komm her. Robert? Warte auf dich. Ich bin hier hinten beim Inventar, ne? Ich warte dann auf dich. Robert? Hier, Robert, schau mal, ich werf ein bisschen was rum, ne? Stört dich nicht, ne? Reingeschrieben. Er hat das ins Buch geschrieben. Oh. Can't run. Das können wir wirklich nicht. Schiff funktioniert anscheinend nicht so geil. Ne? Okay, was haben wir? Dann machen wir nochmal zu. Warte. Was haben wir denn dann? EMF und Geisterbuch. Ein Revenant oder ein Shade oder ein Onichan. Eins von den zwei. Geisterbox haben wir nicht bei. Fingerabdrücke haben wir nicht bei. Geisterob, könnten wir auf der Kamera gucken. Da müssten wir aber wieder rausrennen. Und irgendwas wiederholen, um wieder reinzulaufen. Willst du wieder rauszulaufen? Oh, gar keinen Bock, Mann. Kann doch nicht mich umbringen, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Ach komm, Robert, komm, töt mich doch einfach. Robert. Ach komm, hol mal. Da ist doch eine Kamera. Ja, da aber. Ist eine Kamera da. Ja, wir können die uns aber nicht angucken. Das können wir nur im LKW. Hast du Bild schon gemacht? Hm? Bilder schon gemacht? Was denn für Bilder? Oh. Können wir ja nicht. Das ist ja nur eine Videokamera, keine Fotokamera. Hm. Und wo kommen wir denn? Von geradeaus jetzt hier, wo ich hinkomme, oder von da dieser Turbo? Ne, wir kamen hier heraus. Komm mal mit, wir gehen einfach mal wieder irgendwo hin. Ich denke mal, wir holen einfach noch was, wenn es geht. Mal lass uns die Tür bald aufmachen. So. Nein, ich ist ja gleich hinter uns. Robert, wir sind mal kurz raus. Ne? Robert, ich liebe dich. Warte mal, hier ist eine Auf. Rein. Okay, ich liebe mich nicht. Ich bin hier drin. Ich bin im Flur. Kannst rauskommen. Alter, der kam die ganze Zeit nicht und jetzt geht's los, oder was? Wie denn da?
Na hier, ich war nur im Flur. Ich wusste halt nicht wohin. Ich hatte keine Ahnung, weil ich hatte keine Türen. Warum mache ich auch immer hier die Türen auf? Ja, das ist halt das Ding. Ja, okay, bis hierhin kommt er wahrscheinlich eh nicht. Bis hierhin kommt er wahrscheinlich eh nicht wirklich. Ach, guck mal, hier geht's schon hoch, ne? Ich dachte, wir wollten erstmal. Achso, ja, wir kommen jetzt. Wir müssen ja zum LKW. So, wenn es jetzt blinkt, ist es egal, weil der kommt ja eh nicht bis hier hoch. Ah, ist er nur unten? Ja, ja. Der läuft ja nicht die ganze Aktivität bis hier hoch, das schafft er ja nicht. Mhm. Also lass jetzt einfach weiterlaufen. Richtig. Bis hier hoch wird er nicht kommen. Schön, aber. Ja, psch. Der ist ganz schön laut. Dafür, dass er unten ist. Er ist rennt mit dem Stock. So ein Robert ist ein alter Mann. Gut. So, jetzt erstmal den Arsch ab. Was? Richtig. Also Geld würden wir schon mal bekommen, das ist ja schon mal ein Anfang. Ich würde sagen, ich nehme UV und Geisterbox mit und du nimmst die Fotokamera. Nein, ich nehme die Tasse. Warte mal. Warte, so. Roberts Tasse. Fotokamera nehmen. Wir müssen nicht mehr rein, wir haben alles. Guck mal, Geist, da war eine Geisterkugel auf dem Monitor. Warte. Vielleicht siehst du sie auch nochmal da. Ja. Das heißt, wir haben alles. Also, Beweis 3. Geisterorb. Geistertyp. Shade. Shade. Ja, haben wir alles. Na dann. Hast du eingetragen? Ja, ne? Ja. Gut, dann. Abfahrt. Er wird hier vorne gefahren.